Bitcoin, Ethereum könnten genauso gut Stablecoin sein, die an den Dollar gebunden sind, denn sie gehen nirgendwo hin. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr es seid. Danke, dass Sie meine Videos schaut. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Ich lebe hier in Dubai. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Mann, wisst ihr, es ist schrecklich, wenn der Markt seitwärts geht, denn es gibt keine Bewegung. Und wenn es keine Bewegung gibt, gibt es keine. Egal, ob es abwärts oder aufwärts geht, es gibt immer irgendeine Art von großer Bewegung in Richtung Krypto, ob positiv oder negativ. Wenn es für eine sehr lange Zeit seitwärts geht, langweilen sich die Leute gehen weg. Sie schauen sich etwas Interessanteres an. Was passiert da drüben? Das sagen sie. Und das passiert gerade jetzt. Die Leute verlassen einfach den Raum, nicht wahr? Weil es extrem langweilig geworden ist. Oh Junge, nun gut, wissen Sie was? Wir sind immer noch hier. Ich mache diese Shows für Sie, nicht wahr? Und ich möchte Sie darüber informieren, was los ist und versuchen, das Ganze etwas spannender zu gestalten, als es tatsächlich ist. Also lassen Sie uns den Gefällt mir-Button drücken, abonnieren und mit der Show weitermachen. Ich habe einige Neuigkeiten, über die ich sprechen werde, bevor wir zu den Charts kommen. Und sobald wir zu den Charts kommen, zeigen wir Ihnen, was Sie für einen Handel tun können. Und das können Sie tun. Sie können dies unter Bybit, DaVinci J15. Com oder OKX, DaVinci J15. Die Links finden Sie in der Beschreibung unten. Kommen wir zur ersten Nachricht des heutigen Tages. MetaMask und Banken führen den Kauf von Krypto mit Apple Pay per Mausklick ein. Nun, auf den ersten Blick beim Titel werden die Leute in der Lage sein, ihr Telefon zu nehmen, zweimal zu klicken und Krypto zu kaufen. Doppelklicken Sie auf die Aus-Taste, nicht auf die Ein-Taste, auf Ihrem Apple-Telefon. Und dann haben Sie Krypto. Wow, das ist verrückt. Aber wenn Sie weiter nach unten scrollen und den Artikel hier lesen, steht dort, dass dies Benutzer sind, die sich bereits angemeldet und ein Konto BE Bank SIA erstellt haben und die bereits KYC und wahrscheinlich AML abgeschlossen haben. Es geht nicht darum, diese Schritte vollständig loszuwerden. Es geht mehr darum, die Reibung B, diesen zweiten, dritten und vierten Käufen zu reduzieren, damit sie den letzten Schritt ohne erneutes Durchlaufen aller anderen Schritte abschließen können. Das bedeutet, Sie müssen dort ein Bankkonto haben und dies mehrmals tun und sich qualifizieren. Für den Ein-Klick-FaceTime mit Ampe. Hey, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, nicht wahr? Sie können nicht erwarten, dass dies plötzlich funktioniert und boom! Wir haben sofortige Käufe von Krypto. Es wird einige Zeit dauern. Die Banken hassen das offensichtlich, also wird es ein sehr langsamer Prozess sein, bevor Sie tatsächlich Krypto kaufen können, indem Sie einfach auf meinem Telefon klicken. Klicken Sie, klicken Sie, klicken Sie. Boom, Krypto gekauft. Ja, wird nicht so schnell passieren. Zumindest nicht für eine Weile. Okay, das war ein interessanter Artikel, den ich gefunden habe. Wie ein Krypto-Startup 81 Millionen Dollar ohne Produkt, ohne Kunden und nur mit einer Präsentationsunterlage aufgebracht hat. Sie denken sich, was zur Hölle, das ist ein Bärenmarkt, nicht wahr? Ja, nun. Armani gründete seine eigene Frühphasen-Venture-Capital-Firma und verkaufte im Jahr 2001 ein Cloud-Community-Startup für mehr als eine Milliarde Dollar. Deshalb wird ihm Geld hinterhergeworfen, so ist das eben. Also, ich halte das mal wirklich einfach und gehe zu Bitcoin über. Wie Sie sehen können, gestern Abend, wenn Sie die Moonshow geschaut haben, weil ich in der Moonshow war, und wenn Sie die Glocke gedrückt haben, wenn Sie abonniert haben, klicken Sie auf die Glocke und Sie werden benachrichtigt, wenn ich in der Moonshow oder in einer anderen Show auftrete. Also stelle sicher, dass du das tust. Du abonnierst, klickst auf Abonnieren, dann klickst du auf die Glocke und dann wählst du alles aus, damit du diese Benachrichtigung erhältst und weißt, dass ich da bin, okay? Ich habe den Leuten gesagt, okay, dieser Pump hatte kein Volumen, also bin ich skeptisch gegenüber diesem Pump. Wir haben diesen Pump gestern Nacht gesehen und boom, ja, es war so, als ob es egal wäre, stimmt's? Ich habe den Leuten gestern Nacht gesagt,
dass dies kein Pump mit hohem Volumen war. Und das ist keine gute Sache und es wird hier scheitern. Jetzt kannst du natürlich viel Druck hier von Leuten sehen, die Bitcoin kaufen. Es scheint, dass Bitcoin und Ethereum hier eine Basis haben, damit du die niedrigeren Ebenen mit etwas mehr Vertrauen kaufen kannst. In der Erwartung, dass sich letztendlich alle Verkäufer erschöpft werden und dann wird das Ganze auf $35,000 steigen. Also ja, das ist es. Worauf wir hoffen, ein $35,000-Pump für Bitcoin und lasst uns zu Ethereum gehen. Denk daran, du kannst diesen Handel richtig machen. Stell sicher, dass du etwas niedrigeren Hebel verwendest, vielleicht 5 bis 3, 3 bis 5 x Hebel, weil es auch andersherum gehen könnte. Und stell sicher, dass du deine Stop-Losses entsprechend setzt. Okay, schauen wir uns an, was mit Ethereum los ist. Ethereum ist wieder wie eine stabile Münze, geht seitwärts seit einer sehr langen Zeit. Darüber werden wir in einer Moonshow sprechen. Und ja, wir haben uns noch nicht für eine Richtung entschieden. Wieder einmal gibt es viel Kaufdruck auf den niedrigeren Ebenen. Also, weißt du, wenn wir Ethereum bis auf 1825 sinken sehen, ist das wahrscheinlich eine Kaufsituation. Lass es sich umkehren, weil viele Leute kaufen. Ich glaube nicht, dass die Verkäufer aufgeben werden. Sie sind sehr, sehr interessiert an diesen Ebenen. Also werden wir sehen, dass sie die Linie halten, wie man so sagt. Und dort solltest du kaufen. Jetzt, natürlich, wo würdest du? Wo würdest du bei Ethereum sagen, genug ist genug, ich kann nicht mehr? Nun, es ist klar, dass diese Ebene hier, direkt hier unten, diese lange, tiefe Ebene, bei 1798, das ist der Punkt, an dem du sagen würdest, weißt du was, du musst zurücktreten und Ethereum bis ganz nach unten fallen lassen. Hoffentlich wird das nicht passieren, aber ja, da musst du die Grenze setzen. Okay, das war es für heute. Ich hoffe, dir hat die heutige kürzere Episode gefallen. Und ja, wir kommen morgen zurück. Hoffentlich wird es etwas Aufregendes geben. Die Bänder ziehen sich auf den Bolger-Bändern zusammen. Das bedeutet, dass bald etwas passieren sollte. Es sollte eine Art explosive Kraft in der Preisbewegung geben, sowohl auf täglicher als auch auf wöchentlicher Basis. Aber wir müssen einfach abwarten. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.